Willkommen zum 20-Abonnenten-Special der BLB-Show. In diesem Special seht ihr einen Zusammenschnitt der unserer Meinung nach lustigsten Szenen aus unseren 5 I Wanna Be The Guy Parts und 2 bisher unveröffentlichten Let's Plays von I Wanna Be The Fan Game und I Wanna Be The Boshi, natürlich auch mit dem Mani Styler. Der Mani Styler selbst konnte heute leider nicht kommen, deshalb haben wir ihn effizienterweise durch Vegeta ersetzt. Ich hoffe, Vegeta macht seinen Job auch gut. Dann würde ich sagen, viel Spaß dabei. Jetzt und los. Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Und seht, was passiert. Nice graphics. Bitte nimm den Black Mage. Mega, man. Alle Black Mage. Ruhe bewahren. Jetzt kommt's. Wenn du mich noch weiter nervst, dann geh ich dich stecken. Was? Ich bin gestorben. Ich sterbe nicht mehr. Was ist das da an der Decke? Du selbst. Oh, was war das? Könnte ich mein Spiel programmieren, ey? Anscheinend nicht. Mensch, man, tuck doch nicht so aus. Das war so arg. Ich war nicht arg. Das ist arg. Und Merkel finde ich auch ganz knorke. Vielleicht würde ich Angelika Merkel, ne? Gottschalk ist schon... Was? Ja. Was? Ja. Ja, erzähl, das kannst du mir anderen erzählen. Nein, Gottschalk ist nicht mehr. Was? Ja. Er ist gestorben, oder was? Nein. Sie wollen ihn nicht mehr? Ja. Und wer ist jetzt da? Gottschalk hat ja was anderes. Was hat er? Haribo macht Kinder froh. Ah. Und Erwachsene ebenso. Das ist eh besser als komische Wetten-Das-Show. Ja. Und wenn wir jetzt schon beim Koch waren... Koch? Ich kenne noch einen. Mal über Koch. Ach, hätte ich vorher gesagt, ihn zu Peter Koch, oder was? Was? Die Bronies gehen vor. Ah, das ist so ein Blödsinn. Du bist der mein Freund. Apfel ist erster Platz. Geil. Danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patter, 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 Pont. Warte, sei leise, du bringst mir so Rhythmus, okay. Gebiete. Muss ja nicht sein. Ich weiß. Gehen nicht. Das ist ein Zeichen für Unglück. Es scheint ein Pummeluft zu geben. Der Karst nicht Spielmann! Was ist das denn? 3, 2, 1. Warte. Hopp! Ah, so ein Blödsinn! Rush Hour, wer kennt das? Das Brettspiel mit den Autos. Das ist auch ein Film, Rush Hour. Ja. Ich kenne das Brettspiel. Und den Film? Nein. Der Film ist lustig, ist Jackie Chan dabei. Achso, ja. Kenn ich. Ja. Dieser Screen ist wirklich zu toll. Jetzt aber. Nix da. Jetzt aber. Einmal noch. Ja, das war das eine Mal, jetzt bin ich dran. Mein Versuch wird... Ja, okay, von mir aus. Los! Bist du genäuscht? Oha! Du schaffst es! Bist du genäuscht? Oha! Ist die Bibel nur eine Fanfiction, die Gott geschrieben hat? Die Bibel ist Kanon for the world. Pata, 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 pon, 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 pata, 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 pon, 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 pata, 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 pon, 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 pata, 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 pon, pon, pon. Das war ein richtiger Trottel. Stimmt's? Wenn wir schon beim Gesprächsthema Vögel sind, was sind deine Lieblingsvögelarten? Also Vogelarten. Keine Ahnung. Erstens, dann zweiter. Ja, okay, ein Versuch noch. So ein Depp. Ja, ganz schön gefinkelt dieser Screen. Ich wette, dass der Macher 3 Stunden lang gesessen, bis er den ordentlich ausbalanciert hat. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der hat einfach alles hingehauen, wie es geht und dann... Ja, fertig. Auch, keine Ahnung. Na sicher. Wer ist jetzt besser, jetzt wirklich? Ronald McDonald oder der Burger King? Wer ist der Burger King? Ja, dieser König. Ja, wie schaut der aus? Ich kenne den gar nicht. Naja, der schau dir mal an. Nicht? Ja, aber die Figur Burger King. Der hat keine Figur. Na sicher hat er eine Figur. Nein. Na sicher, das ist so ein König. Burger King oder was? Ah ja? Ja, der Burger King. Ah, der Burger King. Generell, in unseren Let's Plays sind alle bestens befreundet. Also wenn jetzt mal so ein paar Schimpfwörter loslassen. Ja, dann auf uns fügen. Ja, dann auf uns fetzen. Ja, dann ist das
zu 99% nicht ernst gemeint. Du Depp! Ja. Hat ein Schwarzer. Hey, hey. Nein, nix. Nein, nein, nein. Ich sag nix. Okay. Aber der hat einen... Du weißt... Ja, ich will dich kurz anmerken. Ich will dich darauf hinweisen, dass unsere Let's Player-Zielgruppe 5-jährige Mädchen sind. Und Bronies, seit neuestem. Achso, okay. Wie mir scheint. Ja, hättest stehen bleiben müssen, Mensch. Ja, dann bleib doch stehen. Und jetzt sollten wir uns mal aufs Spiel konzentrieren, schauen mal, wie lange wir da schon herumgammeln. Slendern. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Lass mich in Ruhe mit den Slender. In Amerika. In Amerika, tut mir leid. Gibt es eine Droge? Cool. Da fressen, nicht cool. Das nimmt den. Da fressen den Hühner. Nein. Fressen Schweine. Nein. Dessen Blut dann wiederum da durch das, Kühe in läuft. Video. Und nein, nichts gegen Rassismus ist das aber. Okay. Nichts gegen Rassismus. Du hast gerade selbst ein Eigentor mit einer Socke geschossen. Und das barfuß. Ja, auf jeden Fall so. Ja, so Dreck! Was gerade meine Faust, die mit erhöhter Geschwindigkeit den Tisch berührt hat? Oh ja, das war sie. Nerv mich nicht, wenn ich Cocktail schlürf. Komm, das ist nicht so schwierig. Ich bin eigentlich dran. Einmal noch. Du darfst nicht reset drücken, das ist unfair, wenn du reset drückst. Das ist unfair. Noch einmal. Ich hab das Blut gesehen, du bist gestorben. Du bist Blut. Du blutest, wenn ich wieder fertig bin. Darf ich jetzt wieder? Einmal. Okay? Okay, einmal. Ich schaff das, ich schwöre es. Nicht sein. Okay, ich probier. Na sicher, das wird was. Da kann ich euch... Da gebe ich meinen Kaffee drauf. Welche? Melange, Cappuccino, kleiner Schwarzer, großer Brauner. Jetzt fang nicht wieder damit an. Nein, das ist wirklich ein Brauner. Ist wirklich... Ja? Slenderman. Jetzt fang nicht wieder mit den Slenderman an. Du beschwerst dich, wenn ich irgendwas mit den Slenderman sage. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Denn hier kommt das geheime Item Nummer 2. Es ist... 18 Uhr. Nein! Die Musik nervt jetzt aber langsam auch schon. Ja, trotzdem will sie mir nicht aus den Ohren gehen. Wahrscheinlich, weil sie aus den Lautsprechern kommt. Außerdem hat Slenderman wahrscheinlich hier zugesehen. Immer dieser Slenderman. Ja, ich bin so ein richtiger Britannia-Ehrenhalber, stimmt's? Oh, du Spin! Setz dich gleich Spin-Sakko ein, Mann! Hopps! Und hier setzt er zum Spin-Sakko an! Ja. Ich habe schon ein paar Bibel-Fanfics geschrieben. Aha. Unter anderem Uses vergessene Art. Uses? Ist das ein OC oder was? Was? Das ist. Wer ist Uses? Ich bin ein Riesenfan von klassischer Musik. Klassischer. Einer meiner Favoriten ist natürlich Josef van Gogh. Hieß der so? Keine Ahnung, wer das ist. Ja, der hat auf jeden Fall tolle Musik gemacht. Also der eine... Hast du mir heute gesagt, da gibt es dieses ganz arge Gruselspiel. Wie heißt das? Slender? Nein. Das ist eine Droge, da frisst du Menschen. Hä? Der das ist keine Droge, das nennt man Kannibalismus. Es steht Droge im Video. Ja. Leibliches Seele. Also jetzt warte, wichtige Frage. Dreck. So ein Dracula. Haben Menschen Seelen? Du hast eine Seele, wenn ich wieder fertig bin. Genau. Im letzten Part habe ich ja... leider fälschlicherweise behauptet, dass Vincent van Gogh ein Musiker war. Aber gar nicht gesagt. Doch, haben wir. Was natürlich ein Blödsinn ist. Vincent van Gogh war Maler. Aber wenn wir schon mal bei Malern sind, reden wir doch gleich mal über Maler. Mein absoluter Lieblingsmaler, das war Beethoven. Beethoven. Da habe ich euch ganz schön dran gekriegt, was? Egal. Auf jeden Fall sind wir hier, in meiner Meinung nach, dem Absturz des Spiels, Problembericht senden. Senden wir gleich mal, damit diese Windows-Typen richtig einen auf die Backe kriegen. Okay. Ich wäre einen Martin Koch. Ja, schön. Ich ein schöner Skispringer. Ein Skispringer. Aber ich werde es schaffen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Wow. Ich muss sterben. Wer hat das überhaupt programmiert? Das war der Solgren. Ich hasse Solgren, ich kaufe nie wieder Solgren zum Frühstück. Wir beenden das Ganze hier mal. Vielleicht machen wir das irgendwann mal weiter. Wahrscheinlich nicht, aber... Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wahrscheinlich nicht, aber... ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Gibt wahrscheinlich kein nächstes Mal. Aber ja. Red nicht so ein Blödsinn, Mo, mach weiter, Mensch.
So, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, lasst ein paar Kommentare da. Und ihr könnt uns auch abonnieren, aber nur, wenn ihr euch traut. Also dann, Tschüssikowski, wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal, Leute.